Hier ist der ViWizard Deutschland Channel. In diesem Video zeigen wir dir zwei Methoden, Audible-Hörbücher auf dem PC herunterzuladen, um sie für immer zu speichern. Die erste Methode besteht darin, dass du während des Abos direkt Audible-Hörbücher oder die gekaufte Hörbücher auf dem PC herunterladen, um sie offline anzuhören. Die andere Methode ist mit Hilfe von ViWizard Audible Converter. Installiere und öffne den ViWizard Audible Converter auf dem Computer. Klicke auf die oberen linken Schaltfläche, um deine von Audible heruntergeladenen AAXAA-Dateien zu ViWizard hinzuzufügen. Danach klickst du auf den Format-Button in der unteren linken Seite. Da kannst du das Ausgabeformat, die Bitrate, Samplerrate, den Kanal und so weiter feststellen. Mit Klick auf OK bestätigen Sie die Änderungen. Neben dem Titel kannst du auf den blauen Button Bearbeiten klicken, um Audible-Hörbücher aufzuteilen, Geschwindigkeit, Töne anzupassen und alle drei Tags zu ändern. Recorded Books presents an unabridged recording of A Breath of Snow and... Klick nochmal auf die OK-Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern. Schließlich klickst du auf den Konvertieren-Button, um mit 100-mal Speed den Download von AAX zu MP3 zu starten. Nun klickst du auf die Konvertiert-Schaltfläche mit roter Nummer, um alle Audible MP3-Songs anzuzeigen. Du kannst direkt mit integriertem ViWizard Player diese Audible-Hörbücher abspielen. Falls du auf Öffnen-Button klickst, wirst du zu dem Speicherort gelangen. Mehr Infos gehst du zu ViWizard.de.